Für all die, die mich nicht kennen, ich bin Nader Jindawi, ich bin 24. Ich bin in Berlin-Kreuzberg geboren, bin mit 4 Jahren nach Wedding gezogen. Wedding ist ein sozialer Brennpunkt in Berlin. Manche sagen Ghetto. Ich sag, war einfach nicht immer leicht dort. Ich habe mit 12 angefangen, Fußball zu spielen. Die meisten fangen so mit 5, 6 an, bei mir war es halt mit 12. Und ich war jung, talentiert. Ich hatte einen guten linken Fuß. Mit 14 wurde ein Bundesliga-Club auf mich aufmerksam und ich habe das erste Mal Berlin verlassen. Ich habe meine Familie verlassen und bin auf ein Internat gezogen. Ich habe 250 Euro damals verdient und musste 200 Euro an das Internat zahlen. Aber es hat gereicht, ich hatte 50 Euro Taschengeld, mehr habe ich damals nicht gebraucht. Da habe ich erstmal 2 Jahre in der Jugend Bundesliga gespielt, das ist das Höchste, was du spielen kannst in dem Alter. Und mit 16 habe ich das erste Mal Luisa kennengelernt. Aber weil wir keine Fernbeziehung führen konnten, haben wir damals den Kontakt abgebrochen und ich wollte mich sowieso mehr auf Fußball konzentrieren. Damals habe ich auch Volker kennengelernt, auf Volker werde ich später noch genauer eingehen. Volker war damals mein Berater und ist bis heute noch mein Berater. Heute ist er auch der Manager von mir und Luisa. Und dann mit 17 habe ich das erste Mal mit den Profis trainiert. Das heißt, ich war kurz davor, Fußballprofi zu werden. Aber mein Körper hat damals nicht gehalten. Ich hatte mal einen epileptischen Anfall und irgendeine Ärztin hat mir Tabletten gegeben, die mir das Vitamin D aus den Knochen gezogen haben. Und so hatte ich Knochenprobleme. Erst bin ich ein paar Wochen ausgefallen, dann mehrere Monate. Dann wollte mich der Verein nicht mehr haben. Dann habe ich den Verein gewechselt. Der neue Verein wollte mich dann auch nicht mehr haben. Und dann kam es dazu, dass ich gar keinen Verein mehr hatte, weil mir mehrere Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder Fußball spielen kann. In der Zeit war ich schon 2 Jahre bei Volker und wir hatten so einen kleinen Vertrag und obwohl dieser Vertrag ausgelaufen ist und er wusste, dass Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder spielen, hat er mir noch einen Vertrag gegeben, weil er daran geglaubt hat, dass ich wieder gesund werde. Wir sind auf die Suche gegangen, wir haben einen Arzt in Düsseldorf gefunden. Er hat zu mir gesagt, dass ich 7 wurzelbehandelte Zähne im Kiefer habe und wenn ich die ziehe, habe ich die Chance, wieder gesund zu werden. Ich habe natürlich nicht lange überlegt, er hat mir damals 7 Zähne gezogen. Ich war alle paar Wochen bei ihm, um mich behandeln zu lassen und ich wurde wieder gesund. Dann war ich wieder zurück in Berlin und damals hat in Berlin eine Fußballhalle von Adidas aufgemacht und ich bin da mit meinen Kumpeln hingegangen, ich habe jeden Tag gekickt und die Leute von Adidas hatten meine Geschichte gehört, sind auf mich zugekommen und wir haben damals so eine Kurzclips für Adidas gedreht, ich blende die mal ein. Ja, das ist ein krasser Spieler, aber er hat sich doch verletzt. Ist er nicht schon weg? Deswegen ist seine Verletzung nicht schon vorbei. Der kommt eh nicht zu. Berlin ist bekannt dafür, dass viel geredet wird, doch ich werde Taten sprechen lassen. Ich habe auf den Sommer gewartet, weil im Sommer das Training wieder losging für die Vereine. Adidas war schön und gut, aber ich musste wieder in den Mannschaftssport rein. Ich habe mich bei mehreren Vereinen beworben, aber keiner wollte mich haben. Die Begründung war, du warst zu lange raus, wir wissen nicht, wann du dich das nächste Mal verletzt. Und damals ist deswegen eine Welt für mich zusammengebrochen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir 7 Zähne ziehen lassen. Ich habe so lange gekämpft, Volker hat so viel Geld bezahlt und jetzt will mich keiner. Das war wirklich einer der schlimmsten Phasen in meinem Leben. Und ich habe ehrlich gesagt dann aufgegeben. Die Sachen, die ich von Adidas bekommen habe, habe ich verkauft, um ein bisschen Geld zu haben. Ich bin in falsche Kreise so langsam reingekommen. Ich war damals 19 und so gegen Winter kam Volker nochmal auf mich zu und hat zu mir gesagt, guck mal, es gibt einen Verein, du darfst da 2 Wochen mittrainieren, aber die haben keinen Platz mehr in der Mannschaft. Und ich wollte ihn nicht enttäuschen, ich habe gesagt, okay Volker, ich mach das. Ich habe das erste Training mitgemacht und es gab direkt so eine Spielform, die sehr gut für mich war, das war 4 gegen 4. Ich habe direkt 3 Tore gemacht in 5 Minuten. Da hat der Trainer mich schnell zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, Junge, was machst du hier, Jungs, wie du spielst in Bundesliga. Er hat zu mir gesagt, dass er mir jetzt 2 Wochen die Chance geben wird, mich zu präsentieren. Und ich habe mich präsentiert. Dieser Verein damals war auch wieder in der Nähe von Berlin und dadurch hatte ich auch wieder Kontakt zu Luisa. Ich habe jeden Tag trainiert, die 2 Wochen waren vorbei und dann hat mich der Trainer zu sich gerufen und hat zu mir gesagt, dass er mir einen Vertrag geben will. Und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe am selben Tag noch den Vertrag unterschrieben. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich am nächsten Tag vor 2500 Zuschauern stehen werde. Ich war wieder auf dem Platz und es hat sich angefühlt wie ein Traum. Eine große Überraschung links vorne. Eine Neuverpflichtung mit der Nummer 15, Nader Jindawi. Am Sonntag unterschrieben, Sonntag schon in der Startelf. Und nach ein paar Minuten kam der erste Ball zu mir. Der neue Jindawi zieht einfach mal ab aus 30 Metern und da ist der erste gefährliche Ball. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich bin zurück. Ich habe 1,5 Jahre unterschrieben. Das erste halbe Jahr habe ich schon ein bisschen gezeigt, was ich kann. Mein Körper hat vielleicht ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber wenn ich gespielt habe, war ich gut. Das erste halbe Jahr war vorbei. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe meine Trikotnummer geändert und dann ging die Saison los. Und in dieser Saison habe ich gezeigt, was ich kann. Ich war trickreich, ich war gut am Ball, ich war schnell, ich war dynamisch. Ich wusste ganz genau, was ich wollte. Und es haben sich sehr, sehr viele Vereine bei mir gemeldet. Und dann ging die Saison langsam zu Ende. Ich hatte 3 Optionen. Die erste Option war, bei dem Verein zu bleiben. Die zweite Option, zu einem besseren Verein zu wechseln. Und die dritte Option war meine eigene Option. Ich hatte einen Plan. Ich wollte in die zweite Mannschaft von einem Zweitliga-Club wechseln. Und von dort aus in die erste Mannschaft kommen. Und das würde heißen, ich bin Profi. Also ich habe meine Tasche gepackt, ich bin durch ganz Deutschland gereist. Ich habe ein Probetraining bei einem Zweitliga-Club in der zweiten Mannschaft gemacht. Ich habe gezeigt, was ich kann. Dann kam der Trainer zu mir, hat zu mir gesagt, pack deine Sachen, ich gebe dir hier einen Vertrag. Ich habe dort auch wieder für 1 Jahr unterschrieben.
Für mich hieß das wieder Berlin zu verlassen und weil die Entfernung wieder im Weg stand, habe ich den Kontakt wieder zu Luisa abgebrochen. Also ich habe mich wieder für Fußball entschieden. Und die Saison ging genau dort weiter, wo die letzte aufgehört hat. Ich habe Tore gemacht, ich habe Vorlagen gemacht und wieder haben sich viele Vereine bei mir gemeldet. Aber die erste Mannschaft von dem Verein, wo ich gespielt habe, hat nicht mit mir geredet. Also dachte ich, okay, ich muss jetzt selber aktiv werden. Ich bin zu jemandem gegangen, der was zu sagen hatte. Ich habe meine Spielszenen selber auf einen Stick gemacht. Ich habe ihm diese Spielszenen gezeigt und 2 Tage später war ich dann bei den Profis. Überlegt mal, Leute, so viel Politik steckt im Fußball. Von alleine kam keiner zu mir. Erst wenn ich von alleine dahin gehe, passiert was. Was wäre gewesen, wäre ich da nie hingegangen? Wer hätte mit mir geredet? Mir war das aber zu dem Zeitpunkt egal. Ich war bei den Profis, ich habe dort mittrainiert. Ein paar Wochen später haben sie mich ins Trainingslager eingeladen. Wir sind in die Türkei geflogen. Ich hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Das heißt für mich, der nächste Vertrag, der kommt, ist mein Profivertrag. Also all das, was ich die letzten Jahre auf mich genommen habe, hat sich endlich gelohnt. Und dann bin ich in der Türkei angekommen. Ich war übertrieben motiviert. Schaut einfach selbst. Der Tag ist gekommen. Ich habe jetzt 7 Tage vor mir, an denen ich mich beweisen werde und zeigen werde, dass ich hier hingehöre. Ich werde ein bisschen berichten aus meiner Zeit hier. So, los geht's. Das Trainingslager ging los. Ich war mir zu 100% sicher, dass ich mir den Vertrag jetzt hole. Aber dann hat mir das Leben wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, 3. Tag in der Türkei. Ich habe mich leider verletzt am 2. Tag und kann jetzt nicht richtig laufen. Ja, fühlt sich nicht gut an. Vor allem, weil es die erste große Chance ist, die ich direkt nutzen wollte. Ja, ist eine komische Situation, du bist hier, alle trainieren. Du bist so ein neuer Spieler. Ja, jetzt einfach einstecken. Gucken, wie viel man einstecken kann und dann werde ich stärker zurückkommen. Ich hole mir das Ding, 100%. Wenn nicht beim ersten Anlauf, dann beim zweiten. Ich habe mich verletzt. Für mich war es unerklärlich. Ich bin zurück nach Deutschland geflogen. Ich bin direkt zum Arzt gegangen. Er hat zu mir gesagt, dass ich was im Kiefer habe. Also bin ich zum Zahnarzt gegangen. Ich hatte von der damaligen Behandlung Knochenersatz im Kiefer, was nicht von meinem Körper aufgenommen wurde. Und das hat dazu geführt, dass ich bei Überbelastung zusammengebrochen bin. Der Zahnarzt hat versucht, das rauszubekommen, hat es aber nicht geschafft, weil der Knochen drüber gewachsen ist. Hier hinten? Ach, da komme ich, glaube ich, nicht dran. Ich mache jetzt das hier vorne so gut weg es geht. Und da hinten versuche ich mal, aber da komme ich, glaube ich, nicht rein. Dann bin ich wieder zum Arzt, der mich zum Zahnarzt geschickt hat. Dann hat der Arzt zu mir gesagt, okay, dann musst du mit Fußball aufhören. Dann kann ich dir nicht helfen. Und das ist das 2. Mal im Leben, dass zu mir einer sagt, ich werde nie wieder Fußball spielen. Aber das Spiel kannte ich schon. Das ist das 2. Mal in meinem Leben, dass mir irgendeiner sagt, ich werde nie wieder Fußball spielen. Ich werde 2. Mal zurückkommen. Ich habe dann direkt bei dem Arzt angerufen, wo ich damals auch war. Ich bin hingeflogen, ich habe ihm das gezeigt und er hat mir eine fette Rechnung gemacht. 8.500, 2.100, 4.800, 20.000 Euro. 20.000 Euro. Jetzt brauchen wir 20.000 Euro. Geil sehen einfach. Ich habe damals aber nicht mal 1.000 Euro verdient, deswegen habe ich Volker wieder gefragt, ob er mir helfen kann. Und Volker hat mir wieder geholfen, weil er an mich geglaubt hat. Da wurde ich 2 Mal in Düsseldorf operiert. Selbst wenn man alle Zähne ziehen muss, nimm mir ein Auge. Wenn ich mit einem Auge noch Fußball spielen könnte, ich würde mit einem Auge noch Fußball spielen. Ich werde so lange aufstehen, bis ich nicht mehr aufstehen kann. Ich wurde erfolgreich operiert und musste wie damals wieder warten, bis mein Körper wieder gesund ist. Ich habe in einer kleinen Wohnung gelebt. Ich hatte nicht viel, aber das, was ich hatte, hat gereicht. 5 Stunden weg von Familie. Freunde hatte ich nicht wirklich. Ich war die meiste Zeit einfach alleine. Die Gegend, wo ich gewohnt habe, war was komplett anderes als Berlin. Das sah dort aus wie im Mittelalter. Aber das war mir egal. Ich war da einfach nur wegen Fußball. Ich durfte nicht trainieren und es waren 6 Monate vergangen seit dem Trainingslager in der Türkei. Und weil mein Vertrag ausgelaufen ist, hat mir der Verein einen neuen Vertrag angeboten. Ich wollte aber nicht unterschreiben, weil das kein Profivertrag war. Ich dachte mir so, guck mal, ich habe gerade mit einem Zweitliga-Club es fast geschafft, Profi zu werden. Also wende ich dasselbe Prinzip einfach beim Erstliga-Club an. Ich habe in Düsseldorf angerufen, habe gesagt, guck mal, ich will in eure 2. Mannschaft. Ich bin hier fast Profi geworden. Ich schicke euch meine Spielszenen. Ein paar Tage später haben sie mir den Vertrag geschickt. Ich habe ihn unterschrieben und dann ging die Reise weiter. Ich bin nach Düsseldorf gewechselt. Ich bin in Düsseldorf angekommen. Hab erstmal 4 Wochen in einem Hotel gelebt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, ob mein Körper beim ersten Training halten wird. Aber er hat gehalten und ich habe 4 Wochen lang stark trainiert und war bereit für die neue Saison. Nach 4 Wochen, 1 Tag bevor die Saison wieder angefangen hat. Morgen geht die Saison los. Für mich geht sie leider nicht los. Ich habe vor 2 Tagen einen Schlag gegen die Wade bekommen. Und irgendwie ist das jetzt Muskelfaserriss geworden. Die Ärzte sagen 2 bis 4 Wochen. Es war nur eine kleine Muskelverletzung. War schade. Aber das war nicht schlimm. In der Zeit war ich sowieso auf Wohnungssuche. Ich habe dann eine neue Wohnung gefunden. Aber was ich beim Einzug nicht wusste, war, ich hatte einfach eine Disco im Keller. Es ist ungefähr 4 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen, weil es zu laut ist. Ich habe eine Disco im Keller.
Jeder von uns weiß, mit dem Schlaf steht und fällt alles. Und in dieser Wohnung konnte ich nicht schlafen. Ich war ständig verletzt und ich musste mir eine andere Wohnung suchen. Aber ich kam aus dem Mietvertrag nicht raus, weil es da so eine Frist von 3 Monaten gibt. Und ich habe gewartet, da bin ich aus der Wohnung ausgezogen, habe eine neue Wohnung gefunden. Und in der neuen Wohnung ging dann einfach die Heizung nicht. Also wieder. Hab die Nacht 4 Stunden geschlafen. Ich schlafe wie in einem Kühlschrank. Die Heizung geht nicht und so. Ich brauche meinen Körper. So müsst ihr euch vorstellen, war mein letztes Jahr in Düsseldorf. Ich habe mich trotz den Umständen immer wieder rangekämpft. Und wenn ich gespielt habe, habe ich auch gut gespielt. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, konstant meine Leistung zu bringen. Das ging natürlich auf die Psyche. Das waren die härtesten Tage in meinem Leben. Keine Freunde, kein Geld. Ich habe Pfandflaschen gesammelt. Ich hätte auch Volker nach Geld fragen können. Aber er hatte schon so viel für mich gemacht. Ich habe mich einfach geschämt. Ich wusste einfach nicht weiter. Ich wusste nicht, wie ich das alles packen soll. In diesen Tagen hatte sich Luisa nach langer Zeit wieder bei mir gemeldet und ihr ging es auch nicht so gut. Und ich dachte mir so, Nada, du hast dich 2-mal im Leben gegen Luisa entschieden und für Fußball. Entscheide dich jetzt einmal für die Liebe. Und ich habe mich für die Liebe entschieden. Ich bin nach Berlin gefahren, habe mit meinen Eltern geredet. Wir sind dann zu ihren Eltern gegangen. Ich habe um ihre Hand angehalten und wir haben die Vergangenheit hinter uns gelassen. Wir haben all das, was wir in den letzten 7 Jahren versäumt haben, nachgeholt. Wir waren in unserem Leben nie so glücklich wie in dieser Zeit, als hätten wir die Zeit zurück an den Anfang gedreht. Wir waren glücklich. Jetzt wollte ich wieder mit Fußball angreifen. Und diesmal mit Luisa an meiner Seite. Aber dann kam ein Anruf von meinem Trainer. Jetzt hast du hier und da auch ein bisschen Verletzungspech. Hast auch gute Spiele gemacht. Ne? Aber dann hast du dahingehend jetzt schon mal Klarheit, dass du dich da jetzt auch umorientieren kannst, was die neue Saison betrifft. Ne? Er hat mir ein halbes Jahr, bevor mein Vertrag ausläuft, gesagt, dass er mich nicht behalten will. Weil ich es nicht geschafft habe, eine längere Zeit gesund zu bleiben. Wie hätte ich aber mit den Umständen, die ich hatte, gesund bleiben können? Und dann kam die Corona-Pause. Ich hatte also nicht mal die Gelegenheit, mich für andere Vereine zu präsentieren, weil wir nicht mehr gespielt haben. Luisa war bei mir, ich hatte kein Fußballtraining mehr und Luisa hatte keinen Job mehr. Und dann haben wir zusammengehalten und uns gemeinsam was aufgebaut. Wir haben mit YouTube-Videos angefangen und haben erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben einfach aus dem Herzen heraus geredet. Wir hatten nichts, aber wir hatten uns. Unsere Zahlen waren gut und die ersten Managements haben sich bei uns gemeldet, weil es jetzt langsam um Geld ging. Und für mich kam nichts anderes in Frage, als die Sache Volker in die Hand zu geben, weil ich diesem Mann vertraue. Weil er für mich da war, als ich ein Niemand war. So. Mein Vertrag bei Düsseldorf ist dann ausgelaufen und ich wusste nicht, ob ich weiter Fußball spielen will. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, aber dann hat sich ein Berliner Verein gemeldet. Ich habe bei dem Verein für 1 Jahr unterschrieben, weil es Berlin ist, wir sind bei unseren Familien. Diesmal habe ich mir aber gar nichts vorgenommen. Ich wollte Fußball spielen wie damals als Kind. Einfach nur, weil es Spaß macht. Aber aus Spaß wurde ernst. Mir hat vor der Saison jemand gesagt, dass ich zu alt bin, um es noch groß rauszuschaffen. Und sowas lasse ich mir nicht 2-mal sagen. Ich habe das Training wieder aufgenommen, habe mich fit gemacht, genauso wie damals. Aber der Unterschied zu damals ist, dass ich gesund bin und gute Umstände habe. Der Trainer steht hinter mir, die Mannschaft steht hinter mir und ich habe jedes Spiel gespielt. 12 Spiele, 6 Vorlagen, 3 Tore. Ich habe Spaß, ich habe meine Familie an meiner Seite, ich habe Luisa an meiner Seite. Zurzeit spielen wir aber nicht wegen Corona. Mein Vertrag läuft jetzt im Sommer aus. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt, aber eine Sache weiß ich, entweder ich mache richtig oder gar nicht.